Herzlich willkommen bei Mitlia, dem Mordor Schatten. So, ich habe gesagt, ich mache die Bogenquest noch. Ich habe auch meine Verbesserung geholt. Ich habe jetzt mehr Fokus und mehr Pfeile. Tja. Ach, das war gar keine Quest, das war für den Bogen eine Rune. Warum habe ich die denn bekommen? Naja, egal, nehme ich gern. Was haben wir denn hier? Erneuert Stufe 6, sollte von 31% bei einem Fernkampftreffer 5 Gesundheit zu regenerieren. Nachdem ich nichts Besseres habe, tue ich das rein. Gut, 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 die Infos wollte ich noch. Wobei ich eigentlich schon fast alle Infos aufgedeckt hätte, ne, von den ganzen Orks. Ah, das ist der Bogenhaine da oben. Hallöchen! Schlägt einfach so diesen kleinen Holzwagen. Das geht natürlich so nicht, ne? Da muss ich eingreifen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ein Grauke ist ausgebrochen. Und nun soll jemand anfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Lass ihn laufen. Vielleicht zerstampft er ein paar Ghoulen. Ja, mit seinen Ghoulen, ne? Das Einzige, was man hört, wenn man da Ghoul hier, Ghoul da. Gul'dan? Ne, Gul'dan war was anderes. Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Das will ich sehen. Da zahle ich sogar 5 Goldmünzen. Na, kommt er dich an. Hallöchen! Du hast Infos für mich, habe ich gehört. Den habe ich jetzt noch nicht. Hier. Lamlück. Der Ausgekochte. Bereit, sich zu beweisen und aufzusteigen. Okay. Und tschüss. Gibt es nochmal Infos? Nee, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Infos machen. Ich muss hier mal ein bisschen was erledigen. Schnellreise. Okay, Konfrontation. Tugok, den Wächter. Den würde ich so gerne töten, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Das ist der Typ mit seinem blöden Schild. Oh, da ist ein Riesenvieh. Vielleicht kann ich das nutzen. Na, das probiere ich jetzt nochmal. Glaube ich, gab es die Belohnung, wenn ich die 4 Wachen von ihm als erst töte, dass da irgendwie 5 Wachen sind. Ach, jetzt ist das große Vieh weg. Natürlich. Ja, so einfach geht's, ne? Jetzt will ich aber ganz kurz gucken. Turgok, der müsste doch hier irgendwo drin sein, oder? Gluck der Säufer? Nischmorsch, Gübelbümpft, Gübelbümpft. Leise Kopf. Ne, der steht da gar nicht drin. Der steht da gar nicht drin, der Hund. Turgok. Doch Kampf-Todesstöße. Immun gegen Fernkampf, ja, das denke ich mir. Schnüffler kann Feinde wittern, die sich in der Nähe verstecken. Ja, supi. Supi. Moment, ich habe eine neue Fähigkeit. Letzte Chance, Todesstoß, nee. Nee. Schleichaufzerrung, nee, ist auch nicht so toll. Uff, du, ja, komm, dann mache ich das. Das Problem ist, wenn ich den jetzt angreife, bekommen wir da Verstärkung. Das hat gut Damage gemacht. Menschenabschaum! Ork abschaum! Langsam zu blöd. Bringen wir es zu Ende. Ja. Da, wenn ich A drücke, passiert nichts. Der Nachbar!
Ich kann da nichts machen an dem Kerl. Denkst du, ich hätte den schon vergessen? Dann hänge ich nur am Schild. Ich nicht ohne Grund. Ja, ich merk's. Macht die Sache ein bisschen kacke. Er kommt von oben wie ein elender Karagor. Zerschmettert sein Gesicht. Über die kann ich wunderbar drüber hopsen. Aber über die anderen? Also über ihn beziehungsweise? Da klebe ich nur am Schild, ich kann da nichts machen. Ich verstehe das nicht. Zeit für eine Trankprügel. Au. Au. Oder Babsack. Ich denke mal, ich muss den hier von oben machen. Ha, der Feigling ist abgehauen. Ah, falsche. Vernichtet den Tag. Töten, vernichten, töten, vernichten. Er hat uns aufgehört. Du kannst mich nicht verletzen. Zeit. Warum nicht? Ich würde dich so gern verletzen. Also wenn ich bei dem Typen A drücke, dann kann ich da drauf springen, aber bei ihm nicht. Passt auf, er kommt direkt von oben. Es kommt direkt auf uns zu. Ja, der Waldläufer. Ich habe Besseres zu tun, als mit Vögeln zu tanzen. Ich vögel dir gleich eine. Nie und nimmer. Penner, ja. Ich töte dich. Das ist schön, wenn du das glaubst. Umzingel dich. Au. Ja, es gibt bestimmt eine einfache Möglichkeit, den zu töten, aber das mit dem Schild klappt bei mir nicht. Da oben. Schön stillhalten, meine Freunde, schön stillhalten. Keiner wird dich retten. Ladida, ladida, erwischt mich nicht, erwischt mich nicht. Augen nach oben oder er schuss dich auf euch! Würde ich nie machen, würde mich nie auf euch stürzen. Zeit für eine Trachtprügel! Zerschmettert sein Gesicht! Zerschmettert sein Gesicht? Hallo? Ich bin doch so ein hübsches Kerlchen. Komm, komm raus, du unten. Der stinkende Feigling ist weggerannt. Ich will ihn niemals weglaufen, das weißt du doch. Hallöchen! Yes! Zwar ein bisschen Umstand, aber es ist tot. Ich brauche Verstärkung! Das ist dein Ende. Er braucht eine gute Lebensversicherung. Halt, 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 halt. So nicht, mein Freund. Da wird kein Alarm ausgelöst, solange ich hier bin, ne? Zum Leuchtfeuer! Ihr darf das Feuer nicht löschen! Was heißt, ich darf es nicht löschen? Ich werde verhindern, dass ihr das Ding anmacht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nix gibt's und tschüss. Ah, nach getaner Arbeit, das ist so toll. Eine epische Rune. Haben will, haben will, haben will, haben will, haben will. Die ist bestimmt episch.
Warum zwar? Ich tue mal das da raus. Wolfsgesicht episch. Erhöht die Chance auf einen Niederschlag beim Dolchwurf oder Dolchhagel. Ja, das war was, was ich noch nicht benutze. Aber ich tue es mal rein. Ich meine, warum nicht? Gut, ein ausgelöscht. Was haben wir hier? Überfall. Mische dich in den Überfall von Hura der Rabe auf Ismas Schreckensblitz ein, um Sarans Armee zu schwächen. Doppelkampf. Nice. Na komm mal her. Komm her. Komm her. Komm her. Feine Uru, komm. Komm. Komm her. Sollt die mal ein bisschen aufschrecken, dass die da weggehen? Wahrscheinlich nur Ratten. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Ein Mörder ist unter. Hab ich da gerade etwas gehört? Da! Ein Turk! Los, geht hinter ihn! Sei still! Habt ihr das gehört? Ich hoffe, der Mörder ist weg. Hab heute keine Lust auf Ärger. Ach, ich muss da in den Turm rein, okay. Ratten! Waren wohl Ratten, ganz sicher! Tja, ich hoffe, du hast recht! Der Waldläufer! Was? Der Waldläufer? Nee, kann gar nicht sein! Dass alle sturzbetrunken sind durch die. Okay, ich hoffe mal, ich kann beide töten. Hura der Rabe gibt mir 7 Macht und Isma Schreckensblick gibt mir 4. Wartet! Wo ist der Grogvorrat? Ich bin durstig! Ist immer gut, wenn der überfallen wird. Ich schmutz. Anfällig für Schleichtodesstöße, anfällig gegenüber berittenen Bestien. Ich halte mich da jetzt mal ein bisschen bedeckt. Ich nehme den, der wohl übrig bleibt. So ist der andere Typ da gar nicht dabei, oder was? Ladida, ladida. Ladida, da, 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 da. Zeit zum Morden! Nein, das wollte ich doch gar nicht. Du störst! Du verdammtes Stück Schlag! Dann schlag ich dir eben den Kopf ab! Bei was würde ich euch denn bitte stören? Bei einer komischen Hunky-Menge da dabei. Hast Schmerz? Ja, komm, du stehst doch drauf. Mach dich geil, ne? Den ein bisschen aufreiben und dann wieder abhauen, ja? Dann mal gucken, was passiert. Er wurde verhext! Haltet ihn auf! Natürlich immer gut, wenn sie das selber reden, ne? Erledigt ihn! Er wurde verhext! Meine Truppen töten dich, wenn ich's nicht tue! Einer gegen einen, wie echte Krieger. Der einzige echte Krieger hier bin ich. Habt ihr das gehört? Dein Hauptmann überlebt einen. Überfall gelöst. Achso, darf ich doch gar nicht beide töten? Jetzt werde ich Hauptmann! Mist, jetzt wird er stärker. Das ist natürlich nicht gut. Ey, so ist das nicht passiert. Ich war dafür verantwortlich. Unter den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die die Ereignisse aller ungelösten Machtkämpfe aufführt.
Der müsste doch jetzt auch noch in der Nähe sein, oder? Oh, ne, der zeigt sich da oben irgendwo noch. Ne, da ist er. Flügel brachten mich zu dir, um dich zu töten. Ach, red doch nicht so. Käse. Zu langsam! Das heißt ja zu langsam, ich hatte dich schon. Wenn der Typ nicht gekommen wäre, ist er tot. Versuchst du es schon wieder? Ich hab noch gar nicht aufgehört, mein Freund. Der Wind ruft. Die Flügel schlagen. Einer von uns stirbt jetzt. Ich hoffe, dass du es bist. Aber du hast noch ein paar Infos für mich, ne? Ja, hast du. Aber ich hab schon alle, oder? Hm. Ihn habe ich noch nicht. Der Ghouljäger. Schwächen, Stärken. Okay. Yes! Zwei mit einer Klappe. Also geht's doch, dass ich beide töte. Ich würde gerne die Runen sammeln, ihr Idioten. Gebt mir aus dem Weg. Die verstehen das Prinzip nicht, oder? Die verstehen das einfach nicht. Geh mir aus der Sonne. Ah, oh, Arm gebrochen. Ach komm, geht doch alle sterben. Hüpp. Wir werden nicht zerfetzt. Problem ist halt, dass es immer mehr werden, ne? Nimm das mal mit. Klingenmeister Stufe 6. Den erwische ich noch früh genug. Pass doch auf! Oder du bist sein nächster Schild! Kannst du nicht alle töten, Abschaum! Du ne Ahnung, was ich alles kann. Ich will die Rune! Ach Mann, er nervt hier. Bist du da? Ja, sind das viele. Ah, vorbei. Dich in Stücke hauen! Lass ihn dich nicht greifen! Oh Mann, ich werde die Rune wahrscheinlich nicht bekommen, so wie es aussieht. Du kannst uns nicht töten! Willst du immer glauben, ich kann nichts? Moment, ich muss es anders machen, ich muss da weg. Ist okay, ich gehe ja schon. Sind die penetrant? Stirb, Tag. Pass auf seine Hände auf. Du sollst das aufnehmen. Oh Mann, das kann doch nicht sein, oder? Mann. Das ist ja Mystik, ey. Du kannst nicht mal im Kampf irgendwas aufnehmen. Ich hab ihn. Ja, schön, dass ich den nicht runterziehen kann. Tschüss. Ich den Mist doch mal an, ey. Ja, wenn du mich kriegen solltest. Was ich nicht glaube, aber hey.
Meinst du einen Kampf, Tark? So schnell ging. Da liegt dann noch jemand. Da finde ich gut, dass ich da zwei mit einem Streich geschlagen habe. Prack Halbling, Freund. Vergleich die Stärke eines anderen Uraks mit dem eines jungen Ghouls. Okay. So, kann ich das jetzt sammeln? Geht das? Was habe ich denn? 43%. Das war Klingenmeisterstufe 6. Klingenmeisterstufe 6. 43 ist genau dasselbe. Ja, yeah, ich habe zweimal dieselbe Rune bekommen. Moment, aber ich kann die nämlich demontieren mit X. Ja, mach mal. Genau, dann bekomme ich ein bisschen M dafür. Aber wenn ich eine Rune doppelt habe, ist das nicht so egal. Ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter von Mittelerde Mordors Schatten. Dann werde ich das noch ein bisschen klären hier und dann werden wir mal gucken, wo wir unsere Reise fortsetzen. Ich bin Azakor, wenn es euch gefallen hat, gebt der ganzen Zeit noch einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage natürlich, wenn man stay tuned. Danke, so long.